Moin Leute, ich bin der Steffen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns mitten in den Finals der dritten Saison des zweiten Jahres und es wurden die ersten Informationen zum dritten Jahr von Rainbow Six Siege veröffentlicht. Darunter ganz speziell die Roadmap, also was können wir im neuen Jahr erwarten. Es werden sich hier und da ein paar Sachen verändern, es bleibt aber weiterhin bei vier Seasons, das heißt alle drei Monate beginnt eine neue Season mit neuen Inhalten. Die erste Season trägt den Namen Chimera und dort wird sich nicht auf eine Nation fokussiert, sondern wir haben von zwei verschiedenen, einen Operator aus Frankreich und einen Operator aus Russland. Die haben dabei einen großen Biohazard-Fokus. Biohazard, auf Deutsch sind es eben die Gefahrengutbehälter, kennen wir eben aus Secure Area, dem Spielmodus, und aus der Situations-Mission Article 5. Und statt einer neuen Map, die gibt es eben nicht, bekommen wir ein vier Wochen langes Koop-Event. Bei diesem geht es auch sehr um diesen Biohazard-Fokus und trägt den Namen Outbreak, ist ein 3-Spieler-Koop-Modus, frei für alle, die Rainbow Six Siege besitzen. Man kann dort neue Items, also neue Skins und Co. freischalten. Groß vorgestellt wird das aber erst während der Six Invitational. Es gibt ja seit kurzer Zeit so ein paar Gerüchte rund um einen Zombie-Modus. Ja, das könnte schon in diese Richtung gehen. Kommen wir zur nächsten Saison, der zweiten, und dort haben wir es wieder etwas klassischer, wie man sonst bei Rainbow Six Siege von den vorherigen Jahren so kennt. Dort wird Fokus auf eine Nation gelegt, und zwar hier Italien. Und wir sehen dort auch wieder zwei neue Operator und eine neue Map. Die dritte Saison macht es wieder ein bisschen anders, dass es dort wieder aufgeteilt wird mit den Nationen. Wir haben einen Operator aus den USA und einen aus Großbritannien. Und statt einer neuen Karte wird eine bisher bekannte Karte nochmal überarbeitet. Das heißt, der Stil der Karte bleibt an sich gleich, aber das Gameplay wird nochmal massiv verändert, dass die Karte einfach nochmal wesentlich besser ist als zuvor. So bis jetzt fürs erste klang, wird es sich dabei auch erstmal nur um eine Karte handeln. Man weiß nicht, ob es vielleicht doch noch irgendwann mehr sind. Und welche Karte das dabei sein wird, weiß man ebenfalls noch nicht. Der Grund, warum man nicht schon wieder eine neue Karte einbauen möchte, ist natürlich, dass Rainbow Six Siege schon sehr viele Karten hat und man in einem gewissen Punkt eben auch auf Klasse statt Masse setzen möchte. Statt andauernd neue Karten zu veröffentlichen, auch mal schauen, sind die alten überhaupt noch gut? Oder kann man eventuell aus den alten Karten was Neues rausholen, indem man die nochmal überarbeitet? Die vierte Saison wird aber wieder etwas klassischer, und zwar mit Marokko, dem ersten Land aus Afrika, welches wir bei Rainbow Six Siege sehen werden. Und auch dort wieder bekommen wir zwei neue Operator und eine neue Map. Und auch wie die Jahre zuvor wird es wieder einen Season Pass für das dritte Jahr geben. Was da genau drin steckt und wie teuer der wird, das ist noch nicht bekannt, wird sich wahrscheinlich aber ähnlich zu den vorherigen verhalten. Sprich, man bekommt dann alle Operator, dazu noch eine Woche früher als die Nicht-Season Pass-Besitzer und nebenbei wahrscheinlich noch ein paar Tarnungen und Co. dazu. Dann wurden nochmal Informationen zum zweiten Six Invitational E-Sport Event rausgehauen. Das wird nochmal merkbar größer als das vorherige, mit 16 Teams, mehr Preisgeld und dieses geht dann auch sogar ganze 6 Tage lang. Dazu kommt erstmals eine Offline-Gruppenphase. Wir werden eine 360-Grad-Arena haben. Während der Gruppenphase laufen 2 Matches parallel, die man sich entweder oder anschauen kann. Am Ende gibt es sogar noch ein All-Stars-Match mit den besten Pro-Spielern von Rainbow Six Siege. Die Teams, die dran teilnehmen, stehen noch nicht komplett fest. Qualifiers drum und dran, Invites, Community Vote kommen noch. Aber wir wissen schon, Penta, Enze, Black Dragons, Elevate, Evil Genius und 1. Und passend zu den Pro League Teams wird es Anfang 2018 auch die nächsten 4 Pro League Anhänger geben. Für die Teams Rogue, Black Dragons, Evil Genius und BRK. Und ja, das war's mit den ersten Infos zum dritten Jahr. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Couple shots through that wall. He'll, what a shot from Temper as he's gonna go that excitement, more people coming in the game. It is one of our biggest updates that we will ever release in Siege. It is so huge.